Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lean. Und zwar habe ich in dieser Episode wieder was anderes mit euch geplant, denn es nähert sich ja das neue Jahr. Wir haben noch 2015, aber 2016 klopft schon an der Türe, denn wir haben jetzt den 29. Dezember 2015 und ich habe gerade vor wenigen Sekunden noch eine ganz lange Folge, die ging fast eine Stunde, mit meinem Spell-Druiden gemacht, weil ich die Dailies noch machen wollte. Und so ist das Deck. Ich habe das schon umbenannt, damit ich weiß und ihr wisst, das ist nichts mehr, das lösche ich, denn ich habe in der ganzen Stunde nur zweimal gewonnen. Und das war sehr, sehr anstrengend. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch trotzdem gefallen hat. Und jetzt rutsche ich erstmal auf Seite. Durch das Machen der drei Dailies haben wir jetzt auch ein bisschen Gold bekommen. Ich habe keine Dailies mehr, das ist schon mal sehr geil, weil na, ihr wisst ja, wie das bei mir ist. Und ich habe mir gedacht, komm, wir machen noch mal eine Arena ran. Ich muss ja auch die alte Arena-Playlist mal langsam ad acta legen. Und, oh, das ist schwer, ne? Oh, das ist schwer. Aber ich glaube, ich entscheide Niemand mich ist für den stärker als ich. Krieger. Niemand ist stärker als ich. Hier nehme ich die Shieldmaid. Ja, und vorher muss ich noch was sagen. Also in dieser Episode mache ich nur das Crafting. In der nächsten Episode dann die erste Runde, dann die zweite Runde und so weiter und so fort. Ich habe eigentlich geplant, das in Zukunft anders zu machen, weil mir das ehrlich gesagt nicht gefällt. Wenn ich den kompletten Arena-Run euch zeigen will und dann 15 Videos auf einmal raushauen muss, wenn der Run gut funktioniert oder halt 10 oder was weiß ich, wie viele Videos. Mir gefällt das nicht, ne? Und mir gefällt das auch nicht, so eine Unregelmäßigkeit zu machen, so, ja, mal gucken, wie viele reinpassen, dann mache ich eine neue Folge. Ich möchte das schon so ein bisschen sortiert, strukturiert haben. Vielleicht schaffe ich das, einen kompletten Arena-Run in einem Video zu machen in Zukunft. Oder ich muss mal schauen, wie ich das sonst mache. Ja, egal. Jetzt sind wir ja erstmal hier und noch mache ich das ja so, ne? Ich habe das nur fürs. Für die nächste Playlist anders geplant. Hier würde ich den Yeti nehmen wollen. Hier. Oh. Ich glaube, die ist ganz gut. Eine Waffe an. Den. Schwierig, aber ich nehme den Skarabäus. Hier nehme ich auf jeden Fall den Schlick. Hier nehme ich den. Oh, das ist auch schwer, ne? Ich glaube, hier nehme ich den Seebär. Hier nehme ich Skarabäus. Hier nehme ich den wütenden Berserker. Hier nehme ich den. Hier nehme ich den. Hier nehme ich. Oh. Inspiration. Oh ja, dann nehme ich den. Verleiht eurer Waffe Angriff. Inspiration. Nee. Dann nehme ich dann lieber den Taurenkrieger. Hier nehme ich vielleicht Kultmeisterin. Oh nee, ich nehme lieber den. Hier nehme ich Ansturm. Nee. Spalten fügt zwei zufälligen feindlichen Gegnern zwei Schaden zu. Das klingt doch schon mal gut. Hier nehme ich den Nervotron. Hier nehme ich nochmal den. Wirbelwind. Bringt eure anderen Diener zum Schweigen? Nee. Kampfschrei, eure Heldenfähigkeit kostet beim nächsten Einsatz zwei weniger. Das ist doch, boah, okay, besser als das Huhn und das andere Ding. Kostet eins weniger für jeden Diener, der in diesem Zug gestorben ist. Naja, sagen wir mal, im realistischen Fall sind es zwei Diener, die sterben, das heißt für vier Mana ne. Ja, komm, machen wir mal. Das machen wir das. Dann nehmen wir nochmal das.
Hinrichten. Schwungvoller Hieb. Flusskrokodil. Kodo. Vier Angriffe in diesem Zug. Schildblock oder Zuchtmeister oder hungriger Drache. Dann nehme ich jetzt mal Schildblock. Und hier nehme ich die zweite Schildmine. Ich nehme alles klar. So, das Deck ist fertig. Weiß ich jetzt nicht, ob das an allen Stellen so cool war. Wir werden es sehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war jetzt das erste Video dazu. Und in dem nächsten Video geht es da los mit der ersten Runde. Tschüss.